großer Kunsthistoriker hier in Bonn hat einmal gesagt, das Bonner Münster ist ein europäisches Monument. Als Gerhard von Aare in der Mitte des 12. Jahrhunderts auf die Idee kam, das Bonner Münster architektonisch aufzuwerten, da war das Erste, was er bauen ließ, diese wunderbar gestaltete Ostapsis, der sogenannte Rheinische Chorabschluss. Und wenn Sie heute nach Maria Laach kommen oder nach Köln kommen, nach St. Gerion kommen oder etwa nach Maastricht kommen, werden Sie immer wieder diesen gegliederten Chorabschluss sehen. Die architektonische Mutter des Langschiffes steht in Lausanne. Es fällt auf, dass das Bonner Münster den Haupteingang an der Seite hat. Das ist dadurch zu erklären, dass es ursprünglich gar keinen Eingang im Westen der Kirche gegeben hat, sondern dort war die sogenannte Westapsis, der Westchor. Das hat etwas damit zu tun, dass die Peterskirche in Rom gewestet ist. Und der Altar im Westen war auch im Bonner Münster immer der Petrusaltar. Sie sehen die romanischen Rundbögen und Sie sehen davor gesetzt eine gotische Fassade. Man hat nie das Alte eingerissen, sondern man hat das Alte mit dem Neuen verbunden. Und das ist sozusagen das Geheimnis des Münsters. Das ganz Besondere an der Bonner Stiftskirche, am Bonner Münster, ist, dass sich in dieser Kirche noch Ausstattungsteile aus allen Epochen befinden. Wir haben hier die ganz wichtigen Beispiele der Figuren des Samsonmeisters aus der Zeit um 1200, sozusagen die Spitze der europäischen Skulptur. Es findet sich hier ein Sakramentshaus aus dem 16. Jahrhundert, eines der besonders schönen Beispiele der Renaissance-Architektur und Skulptur. Und, was ganz besonders wichtig ist, noch diese beiden Barockaltäre am Eingang des Chores. Wir haben bedauerlicherweise sämtliche der Barockausstattungen in den romanischen Kirchen des Rheinlandes durch die Restaurierungen des 19. Jahrhunderts verloren. Mich fasziniert es, wie die Baumeister des Mittelalters sozusagen sich haben inspirieren lassen von anderen Bauten oder das, was sie an anderen Bauten ausprobiert haben, mitgenommen haben und an anderer Stelle ähnlich wieder gebaut haben.